Hallo, willkommen zum neuen Replay. Heute habe ich mal ein Spiel gedownloadet. Genau. Gedownloadet einfach mal irgendeins, wo die Bewertungen interessant aussahen. Interessant, ne? Der eine meinte, das war das beste Spiel, das er je gesehen hat. Der andere meinte, nee. Fragen nach Regeln, okay. Wegen Abuse wahrscheinlich, fragt er. Und Exploits, upsala. Naja, Rolf Heser auf jeden Fall, gemischte Fraktion, ist alles vertreten. Am Chat sieht man schon, dass das wahrscheinlich bessere Spieler sein werden, Teil davon, weil die meisten sonst keine Zeit für einen Chat am Anfang haben. Lassen wir uns mal überraschen, was uns hier erwartet. Ja, ein schmutziges Spiel, okay. Axis Map, okay, der Salo hat keine Ahnung von dem Spiel. Das war schon immer eine Briten-Map, also, ne? Und das ist ein Capwalk, deswegen ist ja nur ein Mann. Der Rest klebt da hinten und rennt jetzt gleich. Die da rennen gleich los. Also, die spielen schmutzig. Aber sie haben vorher darüber gechattet. Ich bin noch nicht. Also, sie haben sich ja darauf geeinigt, glaube ich, dass sie schmutzig spielen dürfen, oder? Ich habe jetzt den Chat nicht 100% verfolgt. Das ist auf jeden Fall ein Capwalk gewesen. Genau, sagt er auch Capwalk. Also, es wird schmutzig gespielt. Das Problem ist, also, es ist eine Briten-Map. Wie gesagt, der hat keine Ahnung, der eine Spieler. Ja, warum ist das eine Briten-Map? Na, ihr baut halt mit dem Briten eine Artillerie hier unten irgendwo hin, die Haubitze. Ja, früher als jeder andere das kann, schießt in die Base, GG. Spiel ist vorbei, ja. Also, das ist eine ganz simple Geschichte. Also, wer das mit den Briten verliert, diese Map, da muss schon ein riesen Skill-Gap existieren und der hat wirklich keine Ahnung vom Spiel. Und von daher, ich gehe davon aus, weil der eine halt meinte, dass das wäre halt, ne, ist nicht der Meinung, dass es eine Briten-Map ist, dass der auch keine Ahnung hat. Also von daher mal sehen, was uns hier erwartet. Man kann noch Armored Cars machen, aber wie will man denn da vorrücken? Das ist ja alles ein Bottleneck da oben. Also, das ist nicht verkehrt zum Verteidigen sicherlich, aber wer Armored Car macht, also, ne, also da sehe ich keine Lösung gegen die Artillerie mit. Und daher glaube ich nicht, dass das die richtige Antwort ist. Für gewöhnlich ist halt Grenz mit Panzerschrecks und dann schnell die Artillerie ausschalten. Am besten noch bevor die erste Salve kommt. Nicht schlecht. Ein hartes Early Game wäre ganz gut. Um den Briten einfach die Manpower und die Gelegenheit zu klauen, die Artillerie frühestmöglich hochzuziehen. So, was haben wir denn Schönes bisher? Ist alles noch sehr still, alles noch sehr ruhig. Hat er den Truck vergessen zu steuern? Da ist er. Auf den Treibstoff gesetzt, genau. Also, erstmal ist das ein guter Punkt, ne, weil von hier unten lockt ihr den Punkt da ganz oben. Manche capturen auch den und locken es dann hier unten, ist aber angreifbarer. Wichtig hier ist, dass man auch rechts eine Base hat. Also er kann von hier rechts, gehen die mir vom Geist mit dem Chatten. Hier kann hier rechts können jetzt beide Spieler reinforcen, ne? Was natürlich auch sehr stark ist für die Alliierten. Anderer wichtiger Punkt ist vielleicht, wenn er den Treibstoff hat, es gibt ja nicht so viel auf der Map, dann kann er die Artillerie noch früher holen. Also es wird sicherlich frühe Artillerie. Ja, hier oben, Infanterie-Kettenfahrzeug, um frühen Druck zu machen. Nicht sicher, wie das mit dem Armored Car machen will dann danach, aber wahrscheinlich haben sie auch dagegen entschieden, was ja auch die richtige Entscheidung wäre. Also Druck machen tut auf jeden Fall Not hier, ne? Ist ganz, ganz wichtig. Gegen den dritten Blob wird das ein bisschen schwierig. Also das stärkste Briten-Gameplay ist halt am Anfang mit dem Infanterie-Blob zu spielen und dann bei so einer Map auf Artillerie zu skalieren, ne? Also umzuwandeln und naja. Und dann die Kängurus und den Briten-Blob in den Panzer-Blob umwandelt. Also wenn er die drei Dinge macht, ja, diese Eckpfeiler, dann kann eigentlich keiner den Briten besiegen, meiner Meinung nach. Zumindest nicht auf Wolfese. Aber alle sagen ja, dass Wehrmacht 100% Winrate hat. Also wenn die dann die 8-8er bauen gegen die Artillerie, dann schaffen die das sicher auf der deutschen Seite. Bin ich mir ganz sicher. Ironie aus. Okay, lassen wir das. Überraschen lassen. So, Sniper ist die einzige Etwas-Konter gegen Briten Blob, aber das wird trotzdem nicht klappen. Es kommt auch an, wie viele Exploits sie jetzt benutzen. Ne? Also wenn die da gleich durch die haben ja so einen Bug, da können die rennen oder so einen Exploit. Ne? Dann hat er gar keine Chance mehr. Aber in aller Regel ist es so, wenn die mit dem Leutnant auf den zulaufen, dann muss er direkt von der Map runter oder stirbt man in der Regel auch sofort. Plus die Artillerie tötet den sowieso. Also auch hier hat er ein kleines Zeitfenster in aller Regel nur, wo er funktionieren kann. Auch sehr still alles. Doppel-Jeep. Kann man tatsächlich verwenden, gegen, also erstmal um Sniper natürlich zu jagen, obwohl der hier gut verteidigt wird. Minen fehlen nur allerdings noch. Jetzt keine. Man kann mit vielen Jeeps, kann man das sogar eine. Das ist aber die falsche Seite. Man ist gegen das Armored Car wahrscheinlich und gegen Fahrzeug. Genau, man kann mit vielen Jeeps, den kann man halt den Sniper sehr gut jagen, wie man sieht. Die andere Geschichte ist, man kann damit tatsächlich Halfpacks auch kaputt machen oder Armored Cars. Eigentlich braucht man da mehr als zwei in aller Regel, weil die können ein bisschen aushelfen beim Kämpfen. Und Sniper tot, also sehr schön gemacht vom Amerikaner.
Ist aber bei Fese wirklich auch mit Ansage. Man weiß einfach, dass da, also es kann Mortarhaftwerk, würde man erwarten, zum Beispiel vom PEler nicht selten. Da kann man auch im Jeep rein, wenn das kurz alleine ist. Sniper würde man auch immer erwarten. Also von da war die Jeep-Idee, glaube ich, sehr, sehr gut. Und da geht es ja noch nicht mal darum, ob der zwei Jeeps gegen einen Sniper tauscht oder so. Das wäre ja negativ Manpower. Sondern da geht es nicht selten auch darum, dass man einfach den Sniper weghaben will, um mehr Zeit zu gewinnen. Oh, der räumt richtig gut auf, ne? Hat eine Mine vorbeigefahren, die war halt links, ne? Und jetzt von rechts gekommen. Und Bombe! Hätte wahrscheinlich lieber gehabt, dass er es auf dem Weg rein sich holt, die Mine. Jetzt schnell eine Sticky, wird es aber nicht mehr. Und Fuck. Was denn, ist doch tot. Ist null Mann verloren, keine Ahnung, worüber er sich aufregt. So, wir haben jetzt hier den zweiten Command, das heißt, der könnte jetzt eigentlich einfach sofort einen Pio holen und dann die Adler hochziehen. Von den Ressourcen her, wie heißt der denn? Sleece ist das. Hat irgendwie noch keinen Treibstoff, weiß nicht, ob er irgendwo irgendwas ausgegeben hat. So mehrere Lieutenants gebaut, sehe jetzt nur einen. Den braucht man ja auch. Hat relativ wenig Treibstoff. Ist das wirklich an dem Punkt, soll das liegen? Haben sie den vielleicht eine Zeit lang nicht gehabt da links? Egal, ich würde trotzdem den jetzt schon mal bauen, weil das Bauen dauert ja was. Da muss man in die Position gehen und dann hat man aller Regel die. Ich glaube 75 ist das, was man braucht, um die Artillerie hochzuziehen. Also ich glaube, dass er das machen muss. In jedem Fall muss er irgendwas bauen. Genau. Den hätte ich genau nicht gebaut. Das war ein riesengigantischer Hardcore-Fehler. Aber naja, das ist wahrscheinlich auch kein Pro-Replay. In jedem Fall, warum ist das ein Fehler? Naja, also damit könnt ihr halt den nächsten Truck freischalten oder den, also den Captain selbst hat eigentlich wenig Nutzen, oder den Stuart-Panzer. Und ich denke, dass die Artillerie halt bei der Map unbesiegbar ist. Ich meine, der Stuart ist sicher gut, der nächste Truck wäre auch nicht schlecht, obwohl ihr hier vorne, wie ihr seht, der macht jetzt nur Recons zum Beispiel. Ne? Das heißt also, wenn ihr den nächsten Truck freischaltet und einen Känguru, dann hat, kann er halt Reconnaissance-Gewehre da reinpacken. So spielt man das natürlich nicht, dann ist ja klar. Er hat auch keine Brenn, um den hier Lockdown zu machen mit der Geschwindigkeit. Also ganz, ganz schwach. Auf der Map das so zu spielen, ist ganz, ganz schwach, zumal die auch schon den Sniper getötet haben und er es danach ausgebildet hat. Ne? Also völlig unsinnig, meiner Meinung nach, sogar das hier so zu spielen. Und es gibt ja auch nichts, was an den Flanken kappen kann, das ist ja alles hier Frontalkämpfe. Also vom Makrobild ist das sicher völlig kokolores, was der Brite da gerade macht. Also er kann jetzt danach den Stuart machen, ne? Oder sich Fireflies meinetwegen holen, den dritten Truck oder so ein Blödsinn. Aber das sind, also die haben sich auf Abuse ja geeinigt, ne? Der hat ja auch Capwalk eben gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass das eher ein jemand ist, der die Exploits kennt, aber eben strategisch nicht ganz so auf der Höhe ist. Ja, sonst, also wer Capwalk kennt, der kennt sich im Spiel ein bisschen besser aus. Und wenn er den dritten Blob macht, wahrscheinlich auch, aber dann die Entscheidung halt, ne? Reconnaissance-Gewehr und eben nicht Artillerie zu machen. Und nicht mal Stuart zu machen, Kinders! Also der Stuart-Panzer ist super episch, gerade gegen den Briten ist das eine super AT. Warum er jetzt den baut, ist ein absolutes Rätsel. Vielleicht will er jetzt die Adler hinterherziehen, aber bei den Göttern, warum hast du den Captain dann vorher freigeschaltet? Welche Logik hätte das denn dann gefolgt? Der hatte dann nichts gemacht. Also das macht gar keinen Sinn, den Captain freizuschalten, wenn er jetzt die Adler bauen will. Ne? Das null nader Sinn würde das machen. Na gut, lass uns mal überraschen. Wir haben hier noch keinen OP draufstehen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Klar, wir den rechten irgendwie absichern, aber normal schleppt man den Truck halt unten hin, wenn man schneller die Einheiten rauskriegt aus dem T2. Ja, also der ist ja dadurch abgesichert, dass man eigentlich die Front hier rechts einem gehört. Also der wird ja eh nicht gekappt, wenn der nicht vorher gekappt wurde in aller Regel. Ne? Also da, das hat da unten gar keinen Mehrwert, außer dass es angreifbarer ist und man halt später die Einheiten bekommt und die Artillerie und sowas. Ne? Also das da hinzustellen hat eigentlich auch keinen Sinn gemacht. Ich will ihm ja nicht an die Wäsche für abusive Gameplay und Exploits hier schon benutzt, aber das ist wirklich einfach strategisch nicht gut vom Makro, was er da spielt, ne? Zumindest wenn wir das auf hohem Niveau beurteilen. Zack, zack, zack. Das war jetzt schönes Makro, ne? Hat den direkt alle weggesniped. Also damit hat er dann einen ganzen Gren gefuckt mit diesen drei Sniper-Schüssen. Hat sie auf Shortkeys wahrscheinlich gelegt und sehr schnell dann klick, klick, klick gemacht. Ist natürlich auch die Frage, ob der Infanterist das da vorne brauchte. Für gewöhnlich spielt man das aber auch nicht so, weil das kostet ihn lange, also auf lange Sicht kostet halt so viel Mund. Die Adler hat das auch gemacht und den Halftrack jetzt ebenfalls mitgetötet, den Amon Kar mitgetötet, die Mine aufgelöst und vielleicht das MG entmannt. Ne? Und da wäre das besser gewesen, eine Adler zu haben. Aber es war trotzdem ein schönes Micro, mit jedem einen anderen anzuvisieren. Die Konter dagegen wäre gewesen, die Rückzugstaste zu drücken, als sie nach vorne gerannt sind. Es ist nicht so, dass es unbesiegbar war, ne? Aber schön gemicrot dennoch. Da stehen hier überall die Fahrzeuge, das heißt, die kommen da jetzt nirgendwo durch.
Und natürlich stehen die überall hier zusammen. Also jeder Adli muss man bei der kleinen Map eigentlich immer was treffen, so man auch bis in die Base trifft. M8 haben sie. Tauchen sie wieder rein. Das ist der Captain Bug, den die gerade benutzen. Also man kann eine gewisse Zeit lang laufen, aber die laufen doch jetzt relativ lange schon. Ne? Also wenn ihr euch vom Captain zurückzieht, habt ihr glaube ich 5 Sekunden, wo ihr laufen könnt. Oder 10 meinetwegen, ich weiß die Zahl nicht mehr, wo ich vor ein paar Sekunden. Aber die laufen ja ohne Pause gerade. Von da glaube ich, dass sie den Captain Bug benutzen, oder? Also die hören ja gar nicht mehr auf zu laufen. Also 3 Reconnaissance, die mit dem Captain Bug arbeiten, die könnt ihr halt einfach, ne? Also die können halt durchlaufen, die Leute einfach fucken, weil die eben laufen die ganze Zeit. Ja, die laufen ohne Pause, also er benutzt auf jeden Fall den Exploit da. Das schmutzigste Gameplay überhaupt. Und selbst dann mit dem Exploit hat er vom Makros total verkackt, muss man sagen. Vielleicht macht es auch nur, um den Gegner zu ärgern, weil er den kennt, ich weiß es nicht. Weil die Artillerie wird trotzdem immer noch stärker, ne? Ihr habt es ja gesehen, da sind Sniper gerade zugelaufen mit dem Exploit. Und die sind trotzdem einfach weggegangen, ohne dass er die bekommen hat. Also schon so, dass es, ne, nicht alles tötet. Die Artillerie hätte die Sniper hingegen getötet. Trotzdem sind die Sniper natürlich nicht mehr fähig, den Briten zu dem Blob zu snipen, was natürlich problematisch ist, ne? Können sich ja unsichtbar machen, vermute ich. Aber hier sehen wir zumindest, warum Brite eigentlich stark wäre, wenn er es denn spielen könnte, ne? Eben weil es so viele Exploits hat, die schwer zu kontern sind. Und wenn er dann noch das richtige Makro dabei legen würde, dann könnte er den gar nicht mehr besiegen. Deswegen es auf Turnieren noch immer ganz viele Regeln gegen sowas gibt. Sollte aber auch selbst erklären sein, dass er so nicht spielt, glaube ich. Aber ist wahrscheinlich ein Automatch gewesen. Ja, was kann man denn jetzt oben bei den Deutschen dagegen machen, gegen so ein Abusive Gameplay? Also 4-Mann-Squads, damit die nicht instant gefuckt werden bei dem PEler vielleicht. Mehr Fahrzeuge, wenn der Treibstoff das irgendwie hergibt. Gibt nicht so viele Optionen. Witzig wird das, wenn man die Hummel hat und die Doppelpanther und so. Da klappen die meisten Exploits nicht ganz so gut gegen, obwohl ein Renner Pia-Trupp auch fies ist. Ich würde davon ausgehen, dass jeder, der so spielt wie der Brite, dass der auch ein Map-Pack nebenbei benutzt, weil der hat ja keine Moral, ne? Das ist so meine Philosophie. Und von daher würde ich ihm auch Map-Pack zutrauen. Was bedeutet das, ne? Eure Artillerie gefährdet ist, eine gegnerische besser schießt zusätzlich. Also von daher, da rennt er wieder. Also benutzt er auf jeden Fall den Exploit hier. Läuft rein, setzt die Artillerie dann drauf. Das ist eine Off-Map jetzt. Ja, und man sieht, hat eigentlich nicht viel erreicht, ist nur gerade auf die Packwull zugelaufen und hat die dann ausgeschaltet damit. Was für ein Zufall. Kann mir jeder selber überlegen, ob es ein Map-Hack ist. Wie gesagt, also jeder, der jeden Exploit im Spiel benutzt, dem traue ich auch alles zu. Ob er Map-Hack hat oder diese Exploits benutzt, ist mir an der Stelle auch völlig egal. Ne? Der Captain Bug benutzt, der tut eindeutig den Capwalk, da streiten die Leute ja noch drüber. Aber den Captain Bug zum Laufen der Infanterie ist, glaube ich, allgemein anerkannt, dass das nicht benutzt werden soll. Siki! Nee? Okay. Ja, keine Ahnung, was man als Deutscher jetzt da noch machen kann. Also, wie gesagt, Brite, der abusive spielt, ist schwer zu kontern. Bei Sniper. Ist natürlich auch sehr riskant, ne? Drei Sniper, weil normal, wenn wir den Briten Blob halt snipen, das geht aufgrund der Geschwindigkeit nicht. Und da würde ich nicht erwarten, dass sie viel rausholen. Die werden ab und an mal einen Briten snipen. Man sieht das auch hier, eigentlich gar keine Kills, ne? Null Nada und gar nichts. Also, es gibt einfach nichts zum Snipen für die, ne? Er kann bei unerfahrenen Infanteristen snipen. Jetzt kommen hier 2 Counter-Snipes, okay. Beide mit null Dingern. Interessant. Zack und Fuck. Jetzt gibt es ein Sniper-Duell. Natürlich auch, wenn jemand Map-Hack hätte, ne? Habt ihr keine Chance gegen Sniper, nur in aller Regel. Hat genau zum Captain jetzt zurückgezogen. Wartet jetzt auf seinen Sniper-Einsatz. Also, die normale Mechanik ist, so wie ich das halt noch in Erinnerung habe, dass wenn ihr euch zum Captain zurückzieht, kriegt ihr halt ein paar Sekunden Beschleunigung, ne? Warum auch immer das so eingebaut war. Und wenn man unendlich viel hat, benutzt man halt systematisch den Exploit.
Ich weiß nicht mehr genau, wie jetzt der Unterschied war, dass man den Exploit bekommt statt eben schöner Draht. Hat er vergessen zuzumachen an der Seite. Okay. Zack, einfach weggesniped. Und man merkt schon, dass er das eigentlich dauernd so spielt, ne? Dass ja, er weiß genau, was er macht an der Stelle. Ja, also das ist immer noch alle im Rennen. Muss jetzt da raus, weil in der Manpower mit dem Captain konnte er jetzt nicht da reingehen. Er hat jetzt sogar einen gefuckt bekommen. Nee, schade. Ich würde es ihm ja gönnen, aufs Maul zu kriegen. Aber es wird wahrscheinlich nichts. Die laufen jetzt mal alle Minenslots ab. Sehr gut. Also in der normalen Welt würden halt hier bei der Wehrmacht immer Minen liegen. Ne? Diesen Slots überall. Das ist eigentlich ganz normal. Zack. Also ich will ihm ja jetzt nichts unterstellen, aber mit dem M8 durch die Minenfelder zu fahren und auf die Packs zuzufahren, das funktioniert halt nur, wenn ihr wisst, dass ihr nach dem ersten Packschuss sofort instant den wegsnipen könnt. Der hat richtig gut dafür gestanden, der Blob, ne? So, das muss man ihm echt lassen, weil ansonsten wäre er jetzt gestorben, der M8. Also der M8 genau durch Center zu fahren, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das muss man vielleicht mal jetzt beobachten. Die zwei Sniper sind ja nur dahin gegangen mit dem M8 zusammen. Ne? Also der einzige Grund, da so hinzugehen in der Kombo, war ja, um eine Pack auszuschalten, hätte ich gesagt. Also kein Mensch im Spiel wird normalerweise frontal auf der M8 auf eine Pack zufahren in diese Area da. Vier Sniper, verstehe. Ja, wenn du gleich sechs Sniper hast, dann kannst du ja fünf hast, kannst du ja die hier snipen. Das will ich sehen, wie das Micro ist. Ein komisches Spiel ist das. Drei Sniper auf der anderen Seite. Also ich glaube, die wollen alle maximal schmutzig spielen oder so. Aber Sniper-Gameplay kann man ja noch kontern. Gerade in der Menge müsst ihr eigentlich nur eine Artillerie draufsetzen. Also da ne, auf beiden Seiten kein Problem damit. Also Sniper funktionieren gut als Support-Einheit, aber ausschließlich Sniper zu bauen, wie das jetzt beide einseitig machen, ne? Also von jeweils einem Spieler, das wird nicht gut funktionieren. So, der ist jetzt zum Locken der Schüsse rangekommen. Und der hat keine Ahnung vom Snipen. Oh Gott. Okay. Also für gewöhnlich ist das so, dass wenn ihr zum Locken der Schüsse rangeht, dass die Sniper dann nicht irgendwas anderes snipen, sondern auf den Counter-Sniper da oben warten. Ich vermute mal, das war zumindest die Idee da hinten. Wer ist denn retarded? Wer bist denn du? Ist das er hier? Ich glaube, dass er das zu seinem Mitspieler gesagt hat. Ja, sonst ist noch alles ruhig. Also wenn die lange genug warten, die Alliierten, dann haben die natürlich nachher Panzer, ne, auf der Achsenseite. Und gegen Panzer-Gameplay gibt es nicht mehr so viele Exploits, die sie nutzen könnten. Also und da sind die jetzt auf der richtigen Spur, die Alliierten hier, die Achsen. Deshalb, was ich gesagt habe eben, hätte ich halt die Artillerie bauen sollen, jetzt wieder anmachen den Exploit und dann geht's los. ne, die hätten die Artillerie gebaut, hätten sie die ganze Zeit reingeballert und den Verluste zugeführt. Stattdessen haben die halt AFK, Anti-Tank und einen Command-Panzer für einen einzigen Panzer. Also vom Makro wirklich ist das hier nicht ganz durchdacht beim Briten. So, jetzt kommt hier der Großangriff, da sind die Panzer. Also wenn man jetzt mit Briten Exploits, ja, das verlieren würde, die Runde, das ist schon eine kleine Schande dann. Aber lass uns mal überraschen. Also der fährt jetzt in die Base und guckt mal, ob er was kaputt kriegt. Amerikanische Sniper sind direkt beim Briten-Lob. Da war Propaganda für einen einzelnen Trupp. Da hat er sich sicher verklickt, also Propaganda ist sowieso so für Notfälle nur gedacht, ne? Und die wurden ja gesniped, selbst eine Propaganda auf alle drei wäre der weggesniped worden, und da war das so und so Verschwendung. Aber er hätte es auf alle drei ansetzen müssen, er hat es falsch angeklickt, der Wehrmachtler. Ist schon praktisch so ein schneller Trupp, ne? Immer noch keine 4-Mann-Squads. Aber es sind ja jetzt auch nicht mehr die genug auf dem Feld gerade, das heißt, er kann die jetzt einfach fucken gehen. Will ihn hier hindern am Rückzug. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, das MG bringt natürlich nichts mehr, ne? Hat er jetzt schon, also oben hat man gesehen, dass nichts bringt. Hier rechts hat er eben als aufgeschaltet, was nichts bringt, ne? Weil die ihn einfach alles wegsnipen. Also die MGs halten diesen Truppen nicht mehr auf.
Dann bräuchte er halt Squads, die mehr als 3 Manpower haben, um die aufzuhalten. Und das geht ja auch, wenn das nur 3 Squads sind, macht er einfach 4 Mann Sturmgewehr-Squads, ne? Die töten ja ganz, ganz langsam nur, außer diesen Sniper-Schuss. Und dann könnt ihr einfach da reinlaufen in den Blob und den massakern langsam. Aber er hat jetzt die Panther gemacht, die ist sicher auch eine gute Antwort. Ich habe gerade die Base eingerissen, ne? Also nur noch T3. Ganz kurz, das einzige Gebäude, was er da einreißen müssen, wäre das T3 natürlich gewesen, ne? Wegen der AT. Da waren alle anderen vernichtet in der Base. Das war jetzt nicht ganz so logisch, oder? Na gut, jetzt kommt gleich auf jeden Fall nur noch Pax, was er genau eben nicht haben wollte vom Amerikaner. Jetzt machen die halt mehrere Fireflies. Ist es möglich, dass der falsch rumsteht? Ah, Rückenpanzerung ist immer gut. HT. Jetzt haben sie einen Mortar gebaut. Oder, also mit neuen Kills schon länger auf dem Feld wohl, aber ich glaube, dass der trotzdem noch nicht so lange da ist. Mir eben noch nicht aufgefallen, zumindest. Ja, also die Achse ist eigentlich sehr gut dabei, ne, im Moment, weil die einfach. Ja, sie haben halt gleich ihr Panzer-Gameplay. Die haben immer noch die Map, so 50-50 ungefähr. Ist ja klar, woran es liegt, ne? Also der Brite, der läuft immer wieder rein, sniped einen und zieht sich zurück. Und das macht vielleicht ein paar Kills, ja. Aber dafür gibt er ja auch Munden aus. Und der Gegner kann derzeit dann den Treibstoff bekommen, ums Late Game zu kommen. Also ich weiß nicht genau, ob der Brite irgendeine Art von Plan hier hat. Bleibt er hier noch im Dreck liegen, okay. Muss eigentlich sagen, dass der Amerikaner auch nicht viel beiträgt zum Spiel, ne? Der sniped da ein bisschen hinten, weil er einfach viel zu viel Angst vor einfach allem hat. Also beide haben dann ihre Sniper-Blobs, der eine hat 3, der andere hat 4. Artillerie. 105. Kleiner Tipp, wenn ihr die 105 haben wollt, baut die nicht zwischen die Base der Gegner, des Mitspielers. Weil wenn ihr dich zurückzieht oder irgendwas, hier geht irgendwann mal irgendeine Artillerie runter, wenn es so eine Konterartillerie ist. Ne? Dann sterben zu viele Leute umsonst, die Trucks gehen down. Ne? Also das ist nicht ratsam. Nicht ratsam. Okay, haben sie gespielt, also der Amerikaner. Fallschirmjäger. Keine Ahnung, was er mit dem Fallschirmjäger jetzt lösen wollte. Also die haben so eine Brandgranate, aber ich glaube, die vernichten diese nicht. Das brennt dann langsam runter. Und ist eh mit dem Panther runter, ne? Also vielleicht hat es gemacht, um Sicht zu schaffen. Kann sein, dass es daran lag, aber das lohnt sich in aller Regel auch nicht. Also wenn er mit dem Panther eh runterfährt, der riskiert, dass er durch Minenfelder fährt, die nie gelegt wurden von keinem Spieler, dann... also das muss nicht sein. Aber schöne Aktion vom PLA, definitiv. Einfach runtergefahren, nicht vernichtet. Sehr schön gemacht. Und jetzt wieder zurück. In der Firefly, sonst wird er jetzt nicht parken. Warum stehst du da noch? Fahr doch zurück! Okay, hab dich so eilig gehabt, aber läuft doch. Keine Ahnung, warum er da so lange gewartet hat. Sollte er sich selber blocken oder was? Schüsse blocken damit. Jetzt will er den opfern oder was, wie die Fireflies. Ich verstehe das doch nicht so ganz, was er da spielt mit seinem Panzern. Ja, Brite rückt jetzt vor. Da ist der Sniper-Trupp. Sind so 2 oder 3 von der Sorte. Off-Map. Ich hab die gar nicht. Die war doch gerade noch verdeckt, oder hab ich das falsch gesehen? Der stand davor, ne? Aber sah trotzdem unsichtbar aus. Obwohl er davor stand. Vielleicht nochmal Replay gucken, wahrscheinlich falsch gesehen. Ja, die einzige Artillerie, die sie jetzt hatten, war kaputt. Der baut direkt eine neue, jetzt noch besser zentral, ne, dass man auch besonders viel Schaden da anrichten kann. Lass mal gucken, was der Wehrmachtler spielt. Salo ist das, ne? Oder was? Okay, also Tiger gleich. Oder unsichtbare Sturmtrupper oder sowas. Ne, ist der Terror, also Königstiger. Also nochmal, ihr legt keinen Sprengstoff unter eure Geschütze, ihr legt auch keine Artillerieanlagen zwischen eure Base oder in die Base. Das macht keinen Sinn so. Das ist völlig kokolores, die da hinzubauen. Von der Reichweite braucht man es ja auch nicht. So, ich frage mich jetzt gerade, warum der Luftwaffe gegangen ist. Eventuell will er mit der Henschel gleich die Dings ausschalten hier. Wie heißt du denn? Okay, kann keiner lesen. Das wird Happiness dann sein. Also mit der Henschel, und hat er gleich auch Munden, kann man relativ gut Panzer ausschalten. Wenn die nicht so super schnell sind, und man kann nicht unterstellen, dass die super schnell sind, Ritterkreuz. Also ich denke schon, dass das Henschel hier auch funktionieren könnte, wenn das der Plan war. Ich hätte trotzdem verbrannte Erde vorgezogen, weil die Hummel hier sehr, sehr stark ist auf der Map.
Dann könnt ihr halt alles ausschalten, bis auf den Priest vielleicht. Gerade die 105 könnt ihr ausschalten, die ihr warten müsst hier. Und Manpower hätte ihr auch gehabt dafür jetzt zum Beispiel, ne? Je nachdem, wie das freischaltet. Kann natürlich einfach jetzt Panther ausspammen, das geht jetzt auch. Also ist nicht ganz verkehrt, was er da macht, mit Sicherheit nicht. Motorschaden am Kommandopanzer. Also so geil sind die Dinger nicht. Na gut. Ja, ist halt jetzt Tier 4 schon, ne? Also jetzt kommen wir ins Late Game der Achse. Das wird jetzt sehr unangenehm. Und wie gesagt, gleich kommt auch noch ein Königstiger. Also die Alliierten haben, glaube ich, so langsam ihren Zenit übersprungen. Was sie halt normalerweise stark in dieser Gamephase machen würde, ist halt, wenn die jetzt viel Adri hätten und dann die Achsen weiter runter grinden, ne? Aber sie haben halt eigentlich nur eine Panzerarmee und, glaube ich, ein paar Sniper und ansonsten halt gar nichts. Obwohl diese Firefly-Armee hier gerade gut aufräumt. Und da ist die Henschel. Und da kommt die Henschel. Und das wird jetzt wehtun, mein Freund. Und da ist sie. Abham. Jetzt vielleicht tot. Am besten nochmal mit dem Panther töten, wenn man die XP bekommt. Henschel von der anderen Seite. Oh, die ist aber keinen getötet, oder? Hä? Warum eigentlich nicht? Sah doch noch gut aus. Okay, da hatte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Muss man aber auch sagen, irgendwie die seitliche Henschel hat irgendwie keinen getroffen und die eine hat leider keinen Kill gemacht, weil die Kanone abgefallen ist. Also es war wohl sehr glücklich gewesen für den Briten. Da hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft von der Henschel. Die Pack hätte ich auch mitmachen können in der Schlacht. Ich muss einfach nur links fahren und könnte die alle wegsnipen. Panther. Das Problem ist halt im Moment, dass der ein bisschen zu groß ist, der Blob, und hier die Reparaturcrew auch steht, ne? Ja, und die werden natürlich dann repariert. Ist Tankdock gegangen, der Brite? Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, dass das ein Brite freiwillig macht, wenn er das Spiel gewinnen will. Lassen wir uns mal überraschen. Er kann den Panzer halt einbuddeln, aber das ist ultra schlecht, normale Ability. Also würde ich nie empfehlen. Also eine komische Wahl, aber er will jetzt damit seine Panzer unterstützen, dass er immer die Fireflies einbuddelt, wahrscheinlich. 1000 Manpower. Hat halt Popcap-Probleme. Ja, der Fallschirmjäger, ne? Weil völlige Kokolores, ne, gezogen hat. Der verhindert jetzt, dass er 4 Panther hat. Ist, glaube ich, klar, ne? 4 Panther hätten das einfach wegräumen können, gerade eben mit dem Henschel-Angriff zusammen. Hätten die dann ihre Wett direkt bekommen. Also der Trupp, der... Ich weiß nicht, ob man den überhaupt gezogen hat. Das hat ja halt gar keinen Sinn gemacht, an keiner Stelle. Mortar. Pack steht auch perfekt, okay. Jetzt geht das mit der Artillerie langsam los. Also so langsam schießen die sich warm. Ja, und der fährt jetzt wieder da rein und macht die wieder kaputt. Man kann auch sagen zu der Artillerie, für gewöhnlich ist es auch besser, wenn man die beschützt, ne? Also, dass man zum Beispiel Minen legt, ja, Panzertraps so rummacht, eine Pack in die Umgebung stellt, sucht euch irgendwas aus. Es kann ja nicht sein, dass er wieder in die Britenbasis fährt und die amerikanische Artillerie zum zweiten Mal ausschaltet. Was das heißt, ist, dass sowohl der Brite als auch der Armee keinen Bock auf Defense haben, ja. Also schon ein bisschen komisch. Allerdings, wenn er jetzt beide Panther verliert, wäre es sehr teuer für ihn. Zum Captain zurückgezogen. Das war ein Feuersturm vom Blitzspieler. Und auch sehr gut gesetzt, muss man sagen. Die Frage ist halt, ob er da rauskommt. Ich würde sagen, nee. Also mit dem Doppelpanther da reinzufahren, war diesmal sehr teuer, ne? Also immer eine Runde 5 tauschte sich ja gut, aber er hat es ja mit 2 gemacht. Also von daher war das nicht so optimal. Pam. 2 war zu teuer. Auf der anderen Seite war das für ihn tatsächlich jetzt nicht das größte Problem, weil die Adri war ein Problem und er hatte ja eh Popcap gehabt und Manpower über. Also von da profitiert er eventuell sogar von diesem Move, solange er eben immer Manpower flattet. Ne? Das hört aber irgendwann sich darauf auf. Und da ist die Gruppe wieder. Diesmal macht die Pack aber mit. Kann nachher nochmal eine Henschel holen. Ja, ist jetzt gleich soweit. Also die Pack jetzt ein bisschen schießt und das macht sie sehr, sehr schön. Zack, genau. Ja. Und jetzt kommen die Doppelpanther da rein, ne? Pack schießt noch ein bisschen, die waren eh schon angeschlagen. Die Henschel braucht er gar nicht mehr. Das heißt, ihr kriegt jetzt die Firefly-Armee ausgelöscht und kriegt die Veterancy für die Panzer. Also extrem geil. Zack, genau. Also extrem geil. Und deswegen hat sich das halt eben gelohnt. Das hat Momentum aufgebaut, ne? Was, er hat ja auch Momentum eigentlich verloren vorher, weil er 1000 Manpower gespart hat. Der ist auch fleißig dabei. Ja, ich hätte das jetzt riskiert mit dem einen Schuss, oder? Er hätte vor allem die Henschel, muss er jetzt so runtersetzen. Also wenn da einer gucken geht, der da kurz mal hinfährt, stirbt vielleicht, aber dann Henschel drauf, fertig. Und mit W3 stirbt er aber auch nicht.
Touren laufen. Naja, also der PEler, ne, wenn er jetzt gleich seine Wettpanther wirklich hat hier, das wird schon sehr, sehr nett für ihn. Ich weiß nicht, was der Amerikaner, der Wehrmacht die ganze Zeit da macht. Ritterkreuzträger jetzt wahrscheinlich. Könnt ihr mal gucken, was das Salo. Genau, Ritterkreuzträger. Er hat ja Treibstoff, also eigentlich hätte er auch locker einen Panther holen können oder einen Panzer 4. Also ich weiß nicht, wo man mit den Ressourcen einen Ritterkreuzträger holt. Also wenn ihr Treibstoff habt, dann holt ihr eigentlich immer irgendeinen Panzer und nicht einen Ritterkreuzträger. Ist ja nicht so eine Map, wo man unendlich viel kappen muss, sondern nicht so, dass sie keine Infanteristen dafür hätten zum Kappen. Ne? Aus so einem Grund haben wir ja hier Elite-Infanteristen. Und von daher, also der Ritterkreuzträger weiß ich nicht, ob der sich lohnt. Und er hat ja selbst noch was zum Kappen und Reparaturcrew und alles. Also man holt dann alle Regeln Panzer. Das war sicher eine Fehlentscheidung vom Amerikaner. Vom Wehrmachtler. Braucht er noch eine Pack? Warum baust du denn eine Pack? Also er hat Treibstoff, ja, Treibstoff. Und er baut Infanteristen und Packs. Okay. Man baut eine Panzerarmee. Also die Wehrmachtpanzer sind halt total stark in dem Spiel. Hast du gerade einen zweiten Fallschirmjäger geholt? Was ist das denn für eine Entscheidung? Man investiert halt nur noch und ausschließlich in Panzer dann, in Panther, hätte ich gesagt. Mit der Doktrinwahl zumindest. Also was Salo da vom Makro spielt, macht auch wirklich null Sinn. Ja? Die Gegner haben ja auch Abmann-Artillerie, vor allem haben sie aber diesen verschiedene Infanterie-Blobs, haben noch verschiedene Sniper. Und den hier haben sie vor allem, ne, der Pax sie wegsniped. Die snipen halt keinen Panzer 4 zum Beispiel weg, das machen die halt nicht. Also der Panzer 4 wäre massiv bessere Wahl gewesen, ganz massiv bessere Wahl. Der bekämpft ja auch die Infanteristen und bekämpft die Panzer gleichzeitig. Hätte auch einen Panther holen können, sicherlich. Also Treibstoff muss man verwenden in dem Spiel, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Mord, okay. Hat er dann auch irgendwann geholt, mit einem Kill ist er ja auch relativ neu. Das heißt, er holt eigentlich alles, außer die Einheit aus dem T4, bis auf den Ritterkreuzträger. Verstehe diese wackere Entscheidung nicht. Es macht doch null und nada Sinn, jetzt holt er den nächsten. Also wenn er einen zum Kappen holt, da kann man ja noch grenzwertig drüber streiten. Aber den zweiten ist er völlige Kokolores. Willst du gleich die Fireflies mit Panzerfäusten bekämpfen oder was wird das? Er hat wirklich den zweiten geholt hier, ne? Der hat auch hier, keine Ahnung, diese Entscheidung. Kein Plan, wofür das gut sein soll. Also je größer die Map ist, desto mehr man auf Flanken kappen kann, desto eher kann man die Infanterie rechtfertigen. Aber das hier alles durch Center, ja, bei dieser Map. V1, okay. Heißt, die könnten hier unten gleich auslöschen irgendwas. Wenn einer runtergeht, aber V1, also kommt das Spielsituation immer an, aber bei so einer kleinen Map, mit der Königstiger in der Mitte, tut er die gesamte Map abdecken, gefühlt, ne? Und da hätte ich nicht die V1, sondern erst den Königstiger freigeschaltet. Das wäre, glaube ich, nicht unwichtig gewesen. Vor allem, weil ihr müsst halt eine kritische Masse an Panzern haben oder eine kritische Masse an AT, um eine kritische Masse von den Fireflies zu besiegen, ne? Und naja, der Wehrmachtler macht doch jetzt alles, damit halt der PEler völlig alleine ist mit seinen Panthern. Ja, die können nicht mehr gesniped werden von denen, aber wie gesagt, wofür, warum, also ist das relevant an der Stelle. Ja. Also hätten sie die beiden Fallschirmjäger nicht, würde ich ja nichts sagen, dass man einen zumindest geholt hätte. Machen die Panther. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Henschel wieder. Das heißt, die werden jetzt angeschlagen und die Packs auch schon unterwegs. Und die Panther fahren jetzt rein und werden den Rest dann aufmischen oder so. Die Henschel vielleicht ein bisschen weiter hinsetzen müssen. Er hat das sogar gemacht, sie hat ihn nicht getroffen. Das war ein Firefly. Die Panther stehen da oben. Hätten jetzt nachsetzen müssen, weil sie hätten halt alle Fürshots gehabt, weil die Türme in die falsche Richtung gezeigt haben. Hat sich nicht getraut, da jetzt reinzugehen aus irgendeinem Grund. Dafür gehen die jetzt raus, okay. Also die Henschel ist noch an, oder? Packschuss, aber nicht so viel Schaden. Half-Life. Da kann man auch den Rückwärtsgang benutzen, meine Herren. Schneeger ist wieder unterwegs. Was machen denn die Packs da? Kann man noch einen Feuersturm drauf machen? Sind beide entmannt danach? Ist die Frage, was man halt machen will, ne? Wenn man da Feuersturm drauf macht und der dann reinbüßt und dann von, ne, wieder nach den Manten einfach ausschaltet. Das wäre sicher eine Sache, die es lohnt.
Okay, also du hast jetzt ungefähr eine Stunde die beiden Packs gesehen und bist dann mit deinem AC einfach wieder vorgefahren. Er hat die ja gesehen, er war ja die ganze Zeit hier unten und dann hat er gesagt, oh, lass mal reinfahren. Okay, einfach nur, okay, nehmen wir das hin. Jetzt wird die Infanterie gebufft, okay. Er will er die Ritterkreuzträger buffen, also okay, einfach okay. Fällt dazu nichts ein, warum? Also Treibstoff, Mann, benutzt das doch, also nicht für so eine Scheiße. Also wenn die Infanterie ein Problem ist, dann ist die Panzerantwort die richtige Antwort. Da muss man nicht die Infanterie buffen. Dann hat er drei Squads, ne? Dafür lohnt sich das Wehr 2 auch nicht unbedingt. Aber ich vermute mal, er will noch ein drittes und viertes von den Ritterkreuzträgern bauen. Bam, 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 bam. Sieht schon cool aus. Aber ein Panzer 4 hätte es halt auch gemacht. Und er hätte auch die Fireflies bekämpft. Jetzt eine Hummel, ne? Das Problem ist halt, dass die. Er hat wahrscheinlich eben gerade einen Panther verloren, also im Pathing irgendwas meinte. Das Problem ist halt, dass ihr mit zwei Panthern halt nicht vier Fireflies besiegen könnt oder drei, ne? Auch wenn die Command-Panzer haben, dann schon mal gar nicht. Also, deswegen ist halt, ne, der Wehrmachtler ist halt in der Verantwortung zu helfen mit den Panzerschlachten. Und das macht er halt nicht, ein Ritterkreuzträger. Da ausgegeben, okay. Keine Ahnung. Also ich sehe den Amerikaner eigentlich überhaupt nicht im Spiel, dass der irgendwas macht. Da fehlt wirklich die ganze Präsenz von dem. Ich müsste eigentlich nochmal eine Obitze bauen. Aber er traut sich wahrscheinlich nicht, nachdem die beiden ausgeschaltet wurden, weil die halt keiner beschützt. Obwohl die Obitze beschützen auch so ein bisschen sein eigener Job wäre, ne, das auszubauen. Das würde ich nicht den Briten auf die Speisekarte packen. Wir sind aber inzwischen da, weil ich eben gesagt habe, dass die. Ist das der Mord auf dem Gegner? Dass die. Der stand ja eben hier, ne? Der liegt immer noch da. Links da, dass die. Die Achsen gewinnen mehr und mehr am Boden, weil einfach Late Game Achsen-Game ist. Und die haben uns einfach so im Süden gespielt, dass es einfach dahin gehen musste in diese Richtung. Also vor allem der Brite mit seinem Ex. Also klar, der Brite, der Amerikaner hat auch nichts Sinnvolles gemacht. Der scheint ein unerfahrener Spieler zu sein. Aber der Brite, der hat halt auch von Makro nur Käse gemacht. Also damit selbst kann man ja nicht viel machen mit den Dingern, auch wenn es nett ausgesehen hat. Aber sicher, das ist ein Teamspiel. Also der Amerikaner, der hat sicher nicht sein Gewicht getragen bisher. Die beiden Artillerie wären halt wichtig gewesen, am Leben zu halten. Dann hätten die schon hier die gegrindet, die Achse. Da haben sie drei Panther. Alles von dem B-Spieler. Ja klar, Turtle Crocodile, was für ein Käse. Also theoretisch hat er recht, ja, da kann die Ritterkreuzträger damit bekämpfen, ja. Da ist sogar eine Pack ausschalten, aber eigentlich ist das ein blöder Panzer. Gerade wenn da gleich Panther kommen, macht man keinen Schaden. Also es hat schon seinen Grund, jetzt kommt die Henschel. Es hat schon seinen Grund, also erstmal ein Boden gegen Henschel ist schon mal keine gute Idee, ne. Und auch wenn das zuerst geklickt hat, aber man wusste ja, dass es eine Henschel ist. Und das andere Ding ist, dass die Panzer, die alle aus der Doktrin kommen, vom Briten, die sind einfach alle nicht gut. Die sind halt nur gepanzert. Der Avra hat noch ein bisschen Wert mit seinem Blobschuss, aber auch nur gegen Infanterie-Blobs und Co. Also man kann damit eigentlich nicht viel machen. Er hätte mehr Fireflies bauen sollen. Jetzt einen Schritt nach vorne, weil er ist ja keine Henschel. Echt jetzt? Der hat ja gerade den Henschel-Panzer ausgeschaltet. Gut. Nicht fragen. Dann geht er zumindest hinters Haus. Wie der erste Panzerfahrer. Ja, man sieht sie nur noch bluten und auf dem Rückzug und alles. Amerikaner baut jetzt mehr und mehr Packs. Hat jetzt drei Packs schon verteilt. Das ist eine Artillerie, V1. Der war gerade hier. Ich vermute, dass sie hier runter geht, die V1. Würde ich jetzt mal raten. Deswegen gehen die auch. Die Pack geht natürlich down, weil, genau. Weil der Mitspieler hat vergessen, dem Mitspieler zu sagen, dass da eine V1 jetzt kommt. Das pinkt man sofort. Der steht ein bisschen allein, der Mörser. Ist woanders runtergegangen, ne? Wo ist die V1 hingegangen?
Hä? Wo hast du die hingeworfen? Irgendwo mitten aufs Spielfeld oder was? Hä? Wo hat er die V1 hingeworfen? Ist ja nichts gestorben, oder? Wo hast du die nicht auf den Truck geworfen? Okay. Bisschen antiklimatisch. Repair-Bunker. Der baut die jetzt. Die hätten aber schon längst stehen müssen, natürlich, ne, für den P. Gerade wo der Gegner halt keine funktionierende Artillerie hat, kann man die einfach spammen, auch ohne dass man Defense Dog ist. Weil dann jetzt die Panther, die immer mehr Wett sammeln, ne? Also das ist jetzt eigentlich durch das Spiel. Das haben die Achse jetzt hart gewonnen. Muss man einfach sagen, ne? Wenn man halt jeden Exploit hier macht und abused und das dann trotzdem verliert, Schande, Mann, Schande. Also ich kann mir zumindest nicht mehr vorstellen, dass sie im Süden drehen. Im Late Game ist das sehr unwahrscheinlich. Und es gibt halt keine Exploits mehr, die gegen die Panzer jetzt anwenden können, die mir gerade einfallen würden, die denen halt nochmal einen unfairen Vorteil geben. Aber der Amerikaner macht auch wirklich viel zu wenig in dem Spiel. Happiness. Also wenn es der echte Happiness ist, ist das ungewöhnlich, dass er so spielt. Genau, könnte gleich Off-Maps holen, dann kriegt er nochmal ein bisschen Masse. Das Ding, was er gerade ausgeben wollte, hätte er schon früher haben müssen wahrscheinlich. Beim langen Spiel. Er hat ja null Wetteinheiten. Er verliert ja wirklich alles, dieser Happiness, ne? Also da ist ja kein einziger von seinen Jungs hat Wett, nicht einer. Also nach 41 Minuten sollte man mindestens einen Trupp mit Wett haben. Einer wäre auch noch ein bisschen wenig. Also von daher, er kommt da einfach nicht ins Spiel rein. Spielt aber zumindest Support, ne? Tut immer wieder mal hier eine Packer hinstellen oder sowas. 17 Pfünder. Also sobald ihr die 17 Pfünder baut, habt ihr das Spiel verloren. Das ist ganz simpel. Das ist wie die 8-8er. Die bringt halt nichts. Ja, ganz simpel. Das Einzige, was der jetzt überlegen könnte, ist, dass die jetzt hier unten vielleicht die Artillerie nochmal hinbauen. Aber die 17 Pfünder zumindest die Panzer auf Distanz hält, die immer wieder in die Base vom Briten gefahren sind. Hast du gerade eine M8 gebaut? Okay, Happiness. Den Namen schon mal gehört. Ich habe da so eine Erinnerung, ob das ein guter Spieler sein sollte. Aber man baut natürlich keinen M8 in der Minute 42. Und jetzt rechne ich auf Wolfese, wo ihr kaum Flanken habt, wo ihr den einsetzen könnt. Gibt doch noch 100 Mun dafür aus. Also der M8 macht ja gar keinen Sinn. Man spart in so einer Spielsituation normalerweise als Amerikaner, spart man auf die Off-Map, um Masse zu bekommen. Jetzt kann nicht die richtige Happiness sein. Also den Namen Happiness habe ich schon mehr als einmal gehört und ich glaube, dass es ein erfahrener Spieler sein soll. Aber das sieht ja vorne hinten so nicht aus. Also das hat sich vielleicht nur so genannt aus Trollgründen, kann natürlich sein. Kompletter Noob ist es auch nicht, hat keinen Ranger gezogen. Ja, Ehre im Ehre gebührt, aber trotzdem. Ah, jetzt kriegt er hier ein paar schöne Shots auf dem Panther ab. Und man kann das schon relativ schnell machen mit drei Fireflies. Musst du jetzt nur aufpassen, weil wenn da Wegfinde und Henschel kommt, ne, dann kann man sich schnell beerdigen lassen. Hätte er fast bekommen, hat aber stattdessen einen Firefly verloren. Der Panther ist auch noch gestorben. Okay, 1 gegen 1 Tausch. Normalerweise würde ich sagen, wenn ihr einen Panther vernichtet, lohnt sich es oft, weil die auch schon irgendwie Erfahrung gesammelt haben. Selbst wenn keine Kills dran ist, haben die auch Shared Experience. Und also Panther gegen den Firefly tauschen kann man sicher machen, das ist nicht verkehrt. Ne, zwei Panther kosten ja auch 1000, ne? Also von daher 500 das Stück. Firefly ist glaube ich 400 irgendwas. Aber hier geht es auch mehr um die Wett und von daher kann man das glaube ich gerne tauschen. Gemischt. Ja, wie gesagt, der Amerikaner, der gibt halt hier Hardcore alles Mögliche aus, ohne jeden Effekt. Also, er hat auf dem Mortar wieder nachgebaut, ich hoffe nicht. Ist aber diesmal Wett zumindest. Der müsste auf die Off-Map sparen, ne? Hier vorne. Also, die Rifles, die er zum Beispiel hat, das macht ja gar keinen Sinn hier, die Jungs, ja? Also, man sieht es ja an den Kills auch. Wen sollen denn jetzt töten ohne Wett? Also, Ritterkreuzträger, Wett 2 töten die niemals mehr. Und die Sniper da auch alle verloren, ne? Also alle gestorben. Man spricht auch von abusive Gameplay, wenn man zu viel Sniper spielt in aller Regel. Aber hier kann man das echt nicht behaupten in der Runde. Alle beiden Seiten haben ihre Sniper verloren und die Effekte haben sich stark in Grenzen gehalten. Also der eine hatte einen Viererblock, der andere einen Dreierblock eben gehabt. Ja.
Da muss man erst mal schaffen, die Sniper alle zu verlieren, obwohl keine Seite wirklich Artillerie gespielt hat. Das ist gar nicht so einfach dann. Dritter Kreuzträger-Blob. Falscher Mega-Blob. Kannst du die jetzt sterben oder was wird das? Ja, alle gepinnt von einem MG. Daran erkennt der professionelles Gameplay. Jetzt im Ernst oder was? Er kann trotzdem klappen, wenn die Portal ausschalten, weil er keine Deckung bekommen hat, keine echte. Da kommt doch kein Artillerieschlag drauf. Das ist doch schon tot, das MG. Da muss man nur Rechtsklick machen, aller Regel. Henschel und Artillerieschlag. Vielleicht kriegen wir wirklich den Panzer jetzt. Aber ich glaube, dass das ein bisschen übertrieben war, beides zusammen da. Wahrscheinlich haben die gleichzeitig gedrückt, ne? Siegpunkte. Sieht nicht so gut aus. Also die Achse hat ein Siegpunkteproblem, aber die Alliierten können die nicht mehr halten. Das geht halt nicht. Also was kann man gegen die Ritterkreuzträger machen? Naja, dann Flammenwerfer-Blob halten. Ne? Also dass er einfach einen ganzen Haufen Pios baut. Munden gibt es ja genug. Diese Pios, also Panzer wäre natürlich vorzuziehen, keine Frage, ne? Schirms oder sowas. Aber wenn man das nicht machen will oder kann aus irgendeinem Grund, wer ganz viele Pios bauen, Flammenwerfer, dann kann man auch die Fahrzeuge seines Mitspielers reparieren. Er hätte nämlich jetzt Piat statt eben diese Reparaturtruppen, die scheiße sind. Ich weiß nicht, ob die alle bauen. Also Piat reicht locker aus. Weil wenn die gleich fertig sind mit Reparatur, dann stehen die auf K rum, wenn die Piat mitkämpfen könnte. Genau, also ne, das ist völliger Käse, dass er hier die ganze Manpower eingibt. Wie gesagt, Offmaps holen, Flammenwerfer holen, ne, multifunktional damit quasi sein. Das wären die richtigen Antworten. Und dann kann man die Wettleute auch flambieren. Gerade wenn die so geblockt werden, wie das jetzt hier der Fall öfter ist. Aber der Schirm wird richtiger Antwort gewesen. Davon mal ganz abgesehen. Wenn der Gegner Ritterkreuz geht, geht ihr Schirm. Ist ja auch guter Feuersupport gegen alles andere. Ja, da unten steht jetzt nur AT. Die haben ja keine Anti-Dings mehr, Anti-Infanterie. Der kann umsonst daraus, wenn er sich nicht gebaut. Aus dem Zelt. Flammenwerfer! Was willst du mit dem Mund machen, Mann? Ach, Offmaps setzen. In aller Regel kriegt ihr von drei Flammenwerfern im Spielverlauf mehr raus als von einer Offmap. In aller Regel. Gleich kommt der Königsflieger, dann wird die Moral richtig gebrochen. Das Schöne vom Balancing in dem Spiel ist ja, dass wenn der Königsflieger kommt, dass ihr... Solche Kämpfe kann er nicht führen. Der kommt meist immer dann, wenn es halt mit Siegpunkten knapp wird, ne? So wirklich so ein bisschen diesen Last Stand simuliert. Das haben die richtig gut gebalanced in Company Heroes 1. Das, also Königstiger ist immer ganz witzig. Ich würde sehr wundern, wenn das Gebäude irgendeine Funktion erfüllen würde im Spielverlauf. Also der fährt da niemals hin, ne? Ist ja klar. Und wenn er nicht hinfährt, hat es ja keine Funktion, außer dass er den von da weghält. Aber dann kann man den hier links hier drücken, ne? Der Amerikaner. Und da spielt der Brite ein bisschen nach mir die Sintflut. Hat sich eine neue Artillerie gegönnt. Das Problem ist halt, dass die Defense der Artillerie dasteht jetzt, ja. Also von daher, jetzt hat er endlich mal seine eigene Base gebaut, aber gerade jetzt hätte sie eigentlich da unten irgendwo hinbauen sollen. Außerhalb der V1-Range, wenn die da runter geht, ne. Aber im Grunde genommen hätte sie gar nicht bauen dürfen, weil die viel zu angreifbar zu der Spielsituation ist. Die haben ja nichts, um die zu decken. 5 Nightcross. Du sagst das so, als ob das gut wäre. Gegner hat doch gerade die Artillerie gebaut. Da würde ich das eher verschweigen, dass ich Infanterie-Spam mache. Na gut. Da ist ja irgendwas im Busch. Triangle kann er ja nicht bauen mit Tank Dog. Was gucke ich mir da an? Du bist im Haus, ne? Deswegen sieht das so komisch aus. Das sieht ja, ich hab gedacht, das wäre im Busch. Hat sie ins Haus gesetzt aus irgendeinem Grund. Wett 3, Ritterkreuzträger. Mhm. Okay, 0 Kills. Wahrscheinlich frisch. Ja, für Ritterkreuzträger damit. Kannst du nicht einfach einen Flammenwerfer ausgeben? Ich meine, guck mal, er hat wieder fast 150 Munden. Er will jetzt gleich wieder eine Offmap irgendwo hinschmeißen, aber ist doch völliger Blödsinn, Mann. Jetzt mit MPs bekämpft er die jetzt. Was oder wie oder wo? Flammenwerfer, bau doch Flammenwerfer. Das ist der nächste Block. Das ist schon scheiße, die kann man nicht so gut snipen, ne? Ja, jetzt sieht man, wie gut das Geschütz ist, wird einfach mal der Pack ausgeschaltet. Allerdings schießt die Artillerie des Amerikaners schon dahin, um das zu umgehen. Ja, hat aber nicht funktioniert.
Es ist halt so, je höher das Skill-Niveau ist, je höher das Skill im Spiel ist, jetzt kommt die Henschel, desto eher ist es so, wenn die Einheiten sichtbar sind, wissen die Gegner, mit welchen Einheiten sie es wann wie kontern. Ne? Und wenn ihr jetzt halt ein Gebäude habt, sagt die 8-8er oder eben das T-17 da, ne? 17-Fünder, dann, naja, dann ist das halt stationär, die sehen es irgendwann und dann entscheiden sie halt, wann sie angreifen. Und sie greifen nur dann an, wenn sie es auch besiegen können, nicht wenn sie dabei sterben würden, logischerweise. Und von da sind alle stationären Gebäude Kokolores in dem Spiel. Was auch der Grund ist, warum ganz selten im Genes gebaut wird, ja. Das war ein guter Treffer. Die Henschel war das. Very nice. So, ihr stellt euch mal vor, dass jeder dieser 5 Ritterkreuzträger ein Panzer 4 sein könnte, ja? Vom Treibstoff und Manpower locker möglich gewesen. Also 5 Panzer 4. Stellt euch mal eine Sekunde lang vor, was 5 Panzer 4 auf der Map jetzt bedeuten würden. Statt die Ritterkreuzträger, die jetzt mit der MP versuchen, den Truck auszuschalten. Ja? Also nur weil das gut aussieht, heißt es nicht, dass es gut war. Ihr müsst das ja vergleichen mit anderen Optionen, die ihr zur Verfügung stehen hatte. Ich glaube, der Amerikaner, der hasst sein Leben inzwischen. Das ist die 3. Haubitze, die durch einen Panzerpush zerstört wird. Oh, der Mortar hat wer 2. Ja, also Mr. Sleeze hat seinen Namen auf jeden Fall verdient für sein Gameplay, keine Frage. Aber, genau, machen wir eine Nightcross. Die Makroentscheidung, die haben, glaube ich, dazu geführt, dass die locker gewonnen haben da oben, ne? Das war halt einfach, nach dem Exploit in der Views war halt einfach nichts mehr da. Und man braucht halt die Artillerie, gerade bei dieser Map hier, ne? Die ist halt extrem wichtig und die hatten sie halt nie gehabt. Also die alliierten Artillerie ist wirklich, da kann man echt mal eine Off-Map. Die alliierten Artillerie ist wirklich das A und O, gerade wenn die Maps besonders klein sind, weil man davor sich nicht mehr verstecken kann. Mit größeren Maps tut die immer noch hardcore weh, aber da kann man sich zumindest dann mit dem Rückzug verstecken, das geht halt hier nicht mehr. Von daher spielt auch kein Mensch Wolfese, der klar bei Verstand wäre, wenn der Gegner Artillerie spielen könnte. Und deswegen haben die das vom Makro, glaube ich, nicht so stark gespielt, wie es geht. Ist aber auch wirklich oft so, dass die Leute extreme Makro-Schwächen haben, wenn sie halt mit Exploit spielen, ne? Einfach weil die sind es halt auch gewohnt, durch den Exploit dann early zu gewinnen und haben dann keine Erfahrung eben mit, was mitten Late-Game bedeutet, ne? Die skalieren halt durch ihr Early-Exploit halt so gut in die anderen Game-Phasen, dass sie einfach nicht wissen, was man da machen muss. Dem fehlt einfach dann der Wettbewerb da, ne? Da wurden sie halt nicht geschliffen. Und das merkt man dann bei solchen Spielen sehr hart. Chattet. Also jeder, der in Spielen schummelt, und für mich ist Capwalk schummeln, unendlich Rennen schummeln, der kriegt von mir auch kein GG, ehrlich gesagt. Ne? Also das ist halt Schummeln, ganz simpel. Das gehört einfach in so ein Spiel nicht rein, zumal es auch um keine Ladder mehr geht. Ne? So, aber trotzdem, Wolfese-Spiel. Man kann mit Dritte auch Wolfese verlieren. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist schon spannend, wie das geht. Also Dritte, ne, gerade auch combined, also hier US und Dritte sind natürlich super, super stark auf Wolfese zusammen, weil die einfach alles machen können. Also ich würde schon vermuten, dass die so eine 80-90% Winrate haben, wenn der gleiche Skill bei den Spielern ist. Aber hauptsächlich wegen der Artillerie. Wir haben es ja auch bei den 2-gegen-2-Turnieren gesehen, dass eigentlich die Alliierten immer gewinnen, wenn sie Combo spielen. Ich glaube, da waren nur vielleicht 1 zu 10 Spielen wirklich, wo die nicht gewonnen hätten. Und Wolfese haben sie nicht mal reingepackt, weil das noch unfairer gewesen wäre. Also wenn euch im Automatch, wenn ihr sagt, ihr wollt das mal gewinnen, das Automatch, dann, was für ein Massaker, dann spielt einfach auf jeden Fall alle Maps rausmachen bis auf Wolfese. Ihr könnt ja nur 2 rausmachen, aber das ist Wolfese-Wahrscheinlichkeit ja höher. Und dann macht ihr Britte an und dann baut ihr eine frühe Artillerie. Aber macht bitte keine Exploits sonst. Und dann ist die Sache eigentlich geklärt. Sieht schon besser aus als COH3, ne, von dem Bildchen hier. Aber mal gucken, wir haben ja bis jetzt nur Betas und Alphas gesehen. Das Bild passt auf jeden Fall. Ich mache jetzt Screenshots. Bis dann. Ciao, ciao.